Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, zurück zu einer neuen Episode Wie handle ich richtig? Und Mädels, packt die Titten auf den Tisch, denn es wird wieder sexy. Ja, genau. Ich habe ja nicht lange dran gefeilt, weil die Methode, die ich eigentlich machen wollte, hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Deswegen kommt ein anderes kleines Infovideo, wie ihr auch Geld machen könnt. Und zwar heute mit Formationen. Da gehen wir auch direkt mal rein und suchen danach. Das findet ihr bei Trainingssuche. Sucht dann einfach nach Gold und nach Formationen. Und da schauen wir mal direkt rein. 4-1-2-1-2 ist natürlich eine sehr beliebte Formation. Ein bisschen zu teuer hier. Also die könnt ihr so verkaufen für, ja, ich bin gerade auf der Xbox 7500. Auf der PlayStation ist es ein bisschen mehr wert. Hier, das ist gerade ganz gut. 4-3-2-1 sollte sich verkaufen auf der Xbox für circa 2800. Oh, da versuchen wir doch mal. Ja gut, bei 2100 lohnt sich das natürlich nicht mehr mitzubieten. Schauen wir mal weiter. Nee, ist auch zu teuer. 4411. Joa, 4312. Ja, damit könnt ihr auf jeden Fall auch eine Menge Kohle machen, wenn ihr die denn günstig erstehen könnt. Also ich gucke jetzt gerade auch zu einer richtig schlechten Zeit, um Formationskarten zu kaufen. Eine gute Zeit ist auf jeden Fall immer, sobald das Team der Woche erschienen ist, weil die Leute Tausende von Millionen von Packs kaufen und die ihre Klamotten einfach nur schnell auf den Marktplatz hauen und die loswerden wollen, um halt mehr Kohle zu verdienen, um halt mehr Packs zu ziehen. Und dann bekommt ihr diese Formationskarten immer relativ günstig, beziehungsweise sogar sehr günstig, denn manche laufen einfach aus für 150 Coins, die eigentlich 3000 wert sind. Ich habe euch auf jeden Fall eine kleine Tabelle zusammengestellt von den ganzen beliebten Vierer-Formationen mit den Preisen, für die sie verkaufbar sind, sowohl auf der Xbox als auch auf der PlayStation 3. Und die habt ihr genau hier. Könnt ihr euch einfach mal angucken. Wenn ihr wollt, drückt ihr einfach Pause. Und nebenbei habe ich noch eine kleine Sache. Und zwar mache ich eine Compilation, beziehungsweise ich habe mir gedacht, ich mache auch mal eine Top 5 Goals of the Week. Und dazu brauche ich eure Tore. Das heißt, wenn ihr mir irgendwelche Tore schicken wollt, irgendwelche Tore habt, die ihr geil findet oder die halt richtig gut gespielt waren, dann schickt die einfach an diebestentore@googlemail.com und ich werde daraus dann eine Top 5 Goals of the Week zusammenstellen für euch und werde die natürlich auch kommentieren und mal schauen, vielleicht bekommt der Gewinner auch einen kleinen Bonus von mir. Gut, das war's dann auch mit dieser Episode. Haut rein, macht's gut und ciao mit V. Und Mädels, packt die Titten wieder ein, schön warm, dass sie nicht abfrieren.